Die Zwölfe zum Gruße. Wir befinden uns hier auf dem Gutshof Ganyanev. Und zwar hier direkt bei der Hütte von denen. Also. Oh, bei Brarius. War das diese Nacht wieder unheimlich? Ich wünschte, ein paar tapfere Recken würden sich der Sache annehmen. Ja, da haken wir doch direkt mal nach. Ja, Fex auch mit dir. Die Zwölfe mit euch. Ihr schaut aus wie jemand, den so leicht nichts schrecken kann. Das trifft sich hervorragend. Genauso jemanden brauche ich gerade. Des Nachts hallt schauderhaftes Klappern über unseren Hof. Es lässt die Hunde entsetzt winseln und die Katzen panisch kreischen. Auch die Pferde werden wahnsinnig vor Angst in ihrem Stall. Unsere Herrin Maya tut es als Hirngespinst ab und will nichts unternehmen. Sie glaubt ihren Vollstreckern und die behaupten, sie hätten den Hof gründlich abgesucht und nichts gefunden. Von wegen abgesucht. Sie sitzt mit eingezogenem Schwanz in ihren Hütten, wenn es draußen losgeht, und können sich nicht entscheiden, wovor sie mehr Angst haben, vor Maya oder dem, was da vor sich geht. Die haben zwar ein goloses Maul, aber mehr auch nicht. Also, wie schaut's aus? Wollt ihr uns helfen? 10 Silber hat das Gesinde dafür zusammengelegt. Boah, einen ganzen Dukaten. Ja, okay. Die 12 mit dir. Machen wir. Also, wir können jetzt mehrere hier fragen. Schad gelangweilt mit den Hufen. Verjagt Fliegen. Behält die Umgebung aufmerksam im Auge. Arbeiten gewöhnt. Also, wir fragen mal einfach den. Pereine zum Gruße. Ja, das Klappern höre ich jede Nacht. Das kommt irgendwo von da drüben bei der alten Scheune. Er deutet nach Osten. Pereine mit dir. Jetzt haben wir auch einen Questwegweiser bekommen. Also, wir müssen im Endeffekt hier hinten zu der Gruft hin. Da kommt das Kreichen und Kratzen und Jaulen her. Hätten wir, glaube ich, einen Hund angequatscht, dann hätte er so ganz nervös gestarrt Richtung Scheune und dann hätten wir es auch bekommen. Also ist eigentlich egal, wen man anquatscht da in der Gegend. Kravum, was ist hier los? Besiege die Untoten. 3 Stück. Und zwar geht es um diese 3 Skelette. Also die hier muss ich nicht angreifen, aber da werde ich wohl nicht drum rumkommen. Und man kann in den Särgen hier noch ein bisschen was plündern. Aber hauen wir erstmal die Gegner tot. Also wir brauchen auch keine Spezialfähigkeiten, weil wir zu stark sind für das Gebiet. Wenn ihr natürlich auf niedriger Stufe hier seid, Vorsicht walten lassen. Am besten immer nur einen nehmen. Dann ist es einfacher. Und mit Sachen wie Stun oder so arbeiten, ganz klar. So, schauen wir mal hier in den Sarg rein. Haben wir noch was? Konnten wir hier nicht noch Truhen plündern? So, die letzte lassen wir im Leben, damit sie sich nochmal irgendwo fortpflanzen kann. Boah, vor dem rennen wir weg. Ah, ein Untoter, schnell weg. Also wir sollen zurück zu Getta. Die Zwölfe zum Gruße. Bei allen Zwölfen. Unheiliges Gezücht. Ja, namenloses Gewürm, aber ich hab's niedergemacht. So nah bei unseren Häusern. Habt vielen, vielen Dank für eure Hilfe. Ihr habt ja das Gold. Ihr habt das redlich verdient. Die Zwölfe mit dir. Und auch mit dir. Ich hoffe, ich habe euch helfen können. Bis demnächst. Euer Chojin.